Nochmal. Riesen Ballwechsel. Da würde ich gerne das Ende der Zeitlupe noch mal sehen. Auch Bahrami, wenn wir ihn haben. Center Court mit 10.500 Zuschauern. Die gesetzten Spanier López Meso und Tus mit 6-3, 6-4 bezwingen konnte. Die Stimmung war gut, war für Becker. Und er ist auch hier sehr herzlich empfangen worden. Boris Becker, und Sie haben es vielleicht bei diesem letzten Schlag schon gesehen, der Iraner spielt sehr gut. Schöner Passierball von Boris Becker. Bahrami ist bei 1,78 Meter Körpergröße mit 81 Kilogramm sicher nicht der durchtrainierteste. Da haben sie es, so geht's los, während Boris Becker den Schläger wechselt. Der zweimalige Wimbledon-Sieger hat sich vorgenommen, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Auch die Stops gehören zu seinen Spezialbällen. Spielt sie gelegen. Ja, da war es deutlich wieder zu sehen. Ein sehr unangenehmer Schnitt bei seinen Bällen. Auch der sprang rückwärts. Den müssten wir uns nach meiner Zeitlupe anschauen, den Aufschlag. Nicht so sehr den Return von Boris Becker. Ich weiß nicht, ob die Regie das bieten kann. Gucken Sie, mit welcher Seite er schlägt. Dann mit Außenspin. Ganz eigenartig. Und der Passierball von Boris Becker. Solche Ballwechsel gibt es nur auf Asch. Tja, da hat er sich überlegt, spiele ich auf Erfolg, spiele ich fürs Publikum, hat sich fürs Publikum entschieden und verliert den Aufschlag. Bahrami steht gleich an der T-Linie. Ich bin mal gespannt, ob Boris Becker jetzt nicht probiert, mit dem zweiten Aufschlag einen Ass zu machen. Er kann es nicht glauben. Jetzt aber. Aus, 30-15. Sehr hoch, unterschnitten langsam, sodass Becker Zeit bleibt, nach vorn zu gehen. Ja, nicht ungeschickt. Da hätte Boris Becker sicher mehrfach die Möglichkeit gehabt. Mit dem von 100.000 möglichen Karten waren schon im Vorverkauf abgesetzt. Ja, jetzt wird es ein bisschen ernster. Becker zieht durch. Bahrami.
Das war einer von diesen Zauberbällen. Mutig beim Spielstand von 30-40. Der gräbt sich in den tiefen Sand des Center Courts in Hamburg. Und erster Spielgewinn für Bahrami. Auf der Linie 0-15. So starker Gegner nicht ist. Jetzt steht er wieder an der T-Linie. Der Blick zum Schiedsrichter, zu Gerald Armstrong aus Großbritannien. Zum dritten, vierten Mal eingesetzt. Dieser ganz weiche Vorhandcross. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten bei einer solchen Netzposition, Becker. Das bekannte Spielchen beim Aufschlag. Und der ist Zucker. Ja, da gehört viel, ich sag mal, Selbstbewusstsein, Kessheit oder sogar Frechheit dazu. Bei Boris Beckers zweitem Aufschlag, der manchem ja schon als erstem reichen würde, so nah an der T-Linie zu stehen und dann auch noch mit einem Stopp zu reagieren. Also, erst einmal Aufschlagverlust für Boris Becker. Damit ist es... Also Kopfball spielen kann er auch. Tja, Boris, war links und rechts alles frei. Man kann das natürlich machen, haben andere schon. Oh. Riesenreturn von Becker. Ja, ich glaube, auch da hat sich Becker irritieren lassen. Das war der seltsamste Überkopfball, den es sicher hier am roten Baum je gegeben hat. Schauen Sie sich das an. Holt aus wie zu einem normalen Schmetterball. Und dann dieser Schlag. Und dann wieder dieser Wahnsinnsaufschlag. Zum ersten Mal gewinnt Bahrami.
Ob er jetzt ein Ass probiert mit dem zweiten Aufschlag? Jetzt lacht er endlich mit. Erlaubt ist es. Er könnte auch hinten an der Plane stehen und den Aufschlag erwarten. Ott. Also, 6-3. Erster Satz nach 34 Minuten Spielzeit. Rückhandaufschlag. Im letzten Augenblick dreht er den Schläger. Trifft dann mit der falschen Seite. Der Ball springt mit viel Außenfläche. Gucken wir uns noch mal an, was er neben dem Tennis für andere Qualitäten besitzt. Viele spielen ja sehr gut Fußball. Zum Fußball gehört auch das Kopfballspiel. Auch das beherrscht Bahrami. Also er unterhält die Leute hier. Heute Morgen hat sie übrigens, wir werden das nachher auch zeigen, in der Pause zwischen den Medien. Also das bleibt der beste Ball von Bahrami. Der holt aus wie zum... Bob Brett, der Trainer von Boris Becker. Günter Busch ist übrigens auch hier. Vielleicht sage ich Ihnen dazu beim nächsten Seitenwechsel mal ein paar Worte. Nochmal. Riesen Ballwechsel. Da würde ich gerne das Ende der Zeitlupe noch mal sehen. Auch Bahrami, wenn wir ihn haben. Center Court mit 10.500 Zuschauern jetzt gefüllt, also ausverkauft. Riesenstimmung. Bahrami braucht eine kleine Auszeit. Kann man verstehen nach diesem wunderbaren Ballwechsel. Super gespielt, durch die Beine. Ein ganz gefühlvoller Lob. Jetzt das Glück mit der Netzkante. Da hätte er ihn gern hingehabt, wenn Becker mitgespielt hätte. Aber der will natürlich, nachdem er zwei Break-Chancen nicht nutzen konnte, jetzt hier nicht das Spiel abgeben. Nein. 2-1 Führung Bahrami nach dem Becker. Die entschuldigende Geste galt dem Ballmädchen da hinten vor der Plane. Er hat zweimal gezögert, ob er nach vorn gehen soll. Ich weiß.
Da hat er den Schläger gehoben. So viel wie eine weiße Fahne. Die Bitte um Frieden, um Verschonung. So, jetzt können wir es sicher noch mal schön sehen. Da taucht er weg. 30 beide. Also auf dem Lob, da war Schnee drauf, so hoch hat Bahrami den zurückgespielt. Mit einem Reason Return nimmt Boris Becker Bahrami in diesem zweiten Satz mit vielen Schlagvariationen die gesamte Breite des Platzes. Jetzt kommt dieser Ball an die Netzkante. Und dann das Wegtauchen von Bahrami, der da die weiße Fahne in Form seines schwarzen Schlägers hisst. Also Becker ist auch sehr viel variabler heute, als das manche möglicherweise erwartet haben. Ich erinnere mich an Zeiten, wo in Wimbledon darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Stöhnen nicht opportun sei. Jimmy Connors war Weltmeister im Stöhnen. Da hat man doch gemerkt, dass Bahrami, der jetzt relativ klar hinten liegt, manche Punkte sehr ernst nimmt. Wie bei diesem Überkopfball. Auch wenn er gleich ein Späßchen hinten dran hängt. Das geht jetzt sicher so weiter. Nochmal. Und wer macht jetzt einfach mal direkt? Traut sich keiner. Sie wollen weiterspielen. Wunderbar. Und riesig. War schön, dass Boris Becker mitgespielt hat. Der Bahrami hat noch gar nicht registriert, dass er jetzt eigentlich zum Seiten wechseln muss. Gucken wir uns noch mal an jetzt. Der ernsthafte Return von Becker, dann ein, sag ich mal, etwas glücklicher Ball von Bahrami und jetzt geht's los. Solche Dinge spielt man normalerweise im Training einfach, um das Gefühl für kurze Bälle zu entwickeln. Wer überlistet wen? Und dann haben sich zu diesem Zeitpunkt beide entschlossen, einfach mitzuspielen, nicht den Punkt direkt zu suchen. Ganz kross. So, und das wird er dann, glaube ich. Der war zu lang für Boris Becker. Bahrami verkürzt auf 3:4. Freut sich, als hätte er Becker geschlagen.
Die Katze von Paris erschleicht sich an. Jetzt beißt das Netz kaputt. Null dreißig, drei Matchbälle. Eine Stunde und sieben Minuten. War es das? Das war's. Ja, bei 0:40 kann man zum letzten Mal in die Trickkiste greifen. Schöne Geste zum Abschluss dieses Spiels. Nee, Mann, unser Regisseur Klaus Buckeberg wird uns diesen letzten Zauberschlag sicher auch gleich nochmal zeigen wollen. Diesen Zauberschlag nochmal an. Kein Aufschlag, ein Rückhandstopp. Dann spielen sie halt noch so ein bisschen. Eine Begegnung, die sicher geprägt wurde von den Späßchen des Iraners Bahrami, der bei Paris lebt. Boris Becker, der sich nicht aus der Ruhe bringen ließ, dann mithielt, als er merkte, dass er auf der sicheren Seite war, die Späße mitmachte. Ein Spiel, das für die Zuschauer hier auf dem Center Court sicher sehr attraktiv war, für die 10.000. Absolutely amazing career, and it's wonderful to have you on our team. And please welcome Rafa Nadal. Thank you.